Vielleicht haben Sie es ja mitbekommen, dass in dieser Woche ein Jubiläum gefeiert worden ist. Es geht um jenen Tag, welcher der Überlieferung nach vor 1700 Jahren zu dem gemacht wurde, was er heute ist. Am 3. März des Jahres 321 soll der römische Kaiser Konstantin den Sonntag für arbeitsfrei erklärt haben, für alle Richter und Einwohner der Städte, wie es in dem Edikt heißt, auch die Arbeiter aller Künste. Dieses Edikt des Kaisers gilt als die Geburtsstunde des staatlich geschützten Ruhetags. Und wenn man dann so mal liest, liest man, dass gebetsmühlenartig immer wieder von interessierter Seite wiederholt wird, dass weitere Feiertage geopfert werden müssen, damit der Wirtschaft auf die Beine geholfen werden kann und Arbeitsplätze geschaffen werden können. Dabei ist erstaunlich, das Bundesland mit den meisten kirchlichen Feiertagen, Bayern, steht bundesweit an der Spitze wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit. Und auch die regionalen verkaufsoffenen Sonntage, die den Kommunen zugestanden werden, haben wirtschaftlich eigentlich nicht viel gebracht. Darum die Frage, worum geht es eigentlich? Wenn man dann mal so liest in dem einen oder anderen Artikel, merkt man, Ökonomen sind arbeitsfreie Tage ein Dorn im Auge. Sie argumentieren, wer nicht arbeitet, schafft keine Werte. Und wenn auch Verkäufer nicht arbeiten dürfen, gibt es ja keinen Umsatz. Wozu also der Schutz der Arbeitsruhe, wozu noch gesetzlich geschützte arbeitsfreie kirchliche Feiertage? Immerhin ist doch Zeit Geld. So gesehen sind Sonn- und Arbeitstage, die frei sind, rausgeschmissenes Geld. Vorbildlich dagegen Maschinen, die gut geölt und ohne zu klagen rund um die Uhr ihren Dienst tun. Aber Maschinen leben nicht. Schon vor Jahrtausenden begriffen Menschen, dass das Leben nicht nur aus einzelnen, immer gleichen Tagen besteht, sondern dass es einen tiefen Rhythmus hat, in den wir hineingeboren werden. 7 Tage, 12 Monate, 52 Wochen in einem Jahr. Schon früh war klar, dieser Rhythmus ist lebenswichtig. Er entscheidet über die richtigen Zeiten von Saat und Ernte, von Geschäftigkeit und Ruhe für Boden und Menschen. Jeden Sonntag feiern wir jetzt nochmal neu. Denn im alten Israel erzählte man sich, dass sogar Gott am 7. Tage geruht habe, als er die Erde geschaffen hat. Erst die Arbeit, dann die Erholung. Sie nannten den 7. Tag der Woche Sabbat und ersannen dafür strenge religiöse Gesetze. Was ein frommer Mensch an diesem Tag zu tun und zu unterlassen habe. Später dann, die ersten Christen drehten die Sache später ein bisschen weiter herum. Nicht der letzte, sondern der erste Tag der Woche war für sie der Feiertag. Man traf sich vor oder nach der Arbeit zum gemeinsamen Gottesdienst. Damit unterschieden sie sich nicht nur von der jüdischen Tradition, der christliche Sonntag stand vielmehr für den Neuanfang, den Sieg über den Tod, das neue Leben, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden war. Das wurde dann wöchentlich gefeiert. Jede Woche ein kleines Osterfest. Sie kamen zusammen, sie beteten, lasen die Heilige Schrift und feierten das Abendmahl. Die Gemeinschaft war ihnen lebenswichtig. Und dann Kaiser Konstantin. So wie wir es jetzt in der Zeitung lesen, vor 1700 Jahren. Er entschied,
dass am Sonntag die Arbeit der immerhin der Stadtbevölkerung zu ruhen habe, wie am jüdischen Sabbat. Zur gleichen Zeit wurde aus Ostern ein großes Jahresfest. Am ersten Sonntag nach dem ersten Neumond, nach Frühlingsanfang, auf dem Land durfte oder musste man am Sonntag weiter arbeiten. In den folgenden Jahrhunderten war das mit der Heiligung des Sonntags oder der christlichen Feiertage so eine Sache. Es waren unruhige Zeiten und die meisten Menschen waren mit Überleben beschäftigt. Arbeitsfreie Feiertage gab es nur für jene, die es sich leisten konnten. Wenn es gut ging, bekam das Gesinde für den Gottesdienstbesuch frei. Aber geht man dann weiter ins 19. Jahrhundert, entstand eine wirksame staatliche Gesetzgebung, die den Sonn- und Feiertagsschutz garantieren sollte. Denn man begriff, mit Beginn der Maschinen konnte man nicht so weiterleben, dass man die Menschen immer weiter schuften ließ, Tag und Nacht, 17, 18 Stunden. So entstand Ende des 19. Jahrhunderts eine wirksame staatliche Gesetzgebung, die den Sonn- und Feiertagsschutz garantieren sollte. Die Industrie und ihre Maschinen hatten längst ihren Siegeszug angetreten. Millionen Menschen schufteten bis zu 16 Stunden täglich in einer 7-Tage-Woche in den Fabrikhallen ohne Schutz in Krankheit und Alter. Aber alt wurden die wenigsten. Arbeitsfreie Sonntage, Feiertage und sogar bescheidene Urlaubstage waren nicht zuletzt auf Drängen der christlichen Kirche wichtige Schritte zu einem menschenwürdigen Leben in der Industriegesellschaft. Und sie erhielten ja auch die Arbeitskraft, diese Ruhetage. Man erkannte, dieser alte Rhythmus menschlichen Lebens mit Arbeit und mit Ruhe, er kam wieder ins Spiel. Zugleich musste man versuchen, irgendwie einen Mittelweg zu finden zwischen Industriegesellschaft und gemeinschaftlichem Leben. Denn was nützt Freizeit einer Familie oder einem Freundeskreis, wenn man sie nicht zusammen verbringen kann? Der Gedanke machte Schule. Das freie Wochenende war nicht mehr der Anfang, sondern das Ziel der Arbeitswoche. Allerdings ist das heute oft Illusion. Nur noch ein Drittel der Arbeitnehmer hat ein regelmäßiges freies Wochenende. Den Takt gibt nicht mehr der Kreislauf des Lebens, sondern die Schichtarbeit und Maschinenlaufzeiten an. Und was nützen freie Tage in der Woche, wenn man sie nicht zusammen verbringen kann? Weil die Kinder in der Schule und Partner und Freunde auf Arbeit sind. Vielleicht brauchen wir gerade in diesen Tagen Menschen, die mutig den Sonntag verteidigen. Mich hat schon als Jugendlicher sehr beeindruckt Eric Liddell, der schottische Leichtathlet. Er sollte 1924 im 100-Meter-Lauf bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Er galt als einer der Favoriten für den Sieg. Doch Liddell, ein frommer Mensch, weigerte sich, denn das Rennen fand an einem Sonntag statt. Vor einigen Jahren kam der Slogan gerade aus den Kirchen: Ohne Sonntag gibt's nur noch Werktage. Was wäre ein Leben ohne Rhythmus, ein graues Einerlei? Vielleicht ist ja die Wahrheit noch etwas hässlicher, als es damals von den Kirchen beschrieben worden ist. Ohne Sonntag geht die Gemeinschaft zum Teufel. Und vielleicht gilt das gerade jetzt, in Zeiten von Corona, wo wir uns so wenig begegnen können. Darum meine herzliche Einladung: Wo Sie können, kämpfen Sie für den freien, arbeitsfreien Sonntag, dass wir ihn in Gemeinschaft erleben können.
draußen in der Freizeit oder bei einem schönen Gottesdienst. Gott segne Sie. Bleiben Sie gesund.